Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich wirklich, dass du bei dem Video mit dabei bist. Es geht um meinen ersten Tag in meiner jetzigen Fastenkur, die ich plane 20 Tage zu machen, nichts zu essen. Und da ist vieles passiert, aber eines für mich sehr schlimm. Ich kann nicht sagen, ich war jetzt in einer Mega-Depression, aber sehr depressiv mich gefühlt und ich habe direkt 2 Stunden Therapie gebraucht, um da wieder rauszukommen. Mit dem, was ich jetzt sage, erkennst du schon, es ist ein sehr privates Video. Es ist die Dokumentation, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Teil. Ich weiß noch nicht so genau, wie das jetzt wirklich mit dem Fasten zusammenhängt, dieser Anfall von Depression. Ich werde da auch erklären, woher der kommt, was ich dagegen gemacht habe. Und ich habe noch, deswegen ist das sehr interessant, der erste Tag, eine weitere für mich extrem spirituelle Erfahrung gemacht. Normal sollte das jetzt noch nicht sein, aufgrund vom Nicht-Essen war erst einen Tag, also gerade erst mal 20 Stunden oder so vielleicht nicht gegessen. Aber es hat trotzdem in meinen Augen, glaube ich, mit dem Fasten zu tun. Und zwar, meine private Geschichte. Samstag angefangen zu fasten und als ich am Montag aufgewacht bin, sitze ich bei mir am Balkon. Normal fühle ich mich gut, gucke auf den Swimmingpool und so weiter. Alles ist irgendwie easy. Und ich glaube, circa 20 Minuten habe ich das Gefühl versucht zu verdrängen, dass ich eigentlich also eine komplette Weltuntergangsstimmung hatte. Also ich wollte so, na, kann ich depressiv, das geht nicht so hier irgendwie. Ich habe wirklich 20 Minuten versucht, das nicht zu akzeptieren. Nach 20 Minuten musste ich das, da habe ich mir echt gedacht, eine Stimmung wie null Zukunftsleben hat keinen Sinn mehr. Woher kommt das jetzt eigentlich irgendwie? Und da ist eines für mich zu bemerken, vielleicht für dich auch sehr, sehr interessant, je länger du dich wirklich mit dir beschäftigst, so wie ich das jetzt mache, mit deinem wirklichen, echten Ich, umso mehr bekommst du auch so Zugang zu unterbewussten Sachen. Man weiß ja oft, wo es herkommt. Ich habe es herausgefunden am Sonntag, habe aber für mich festgestellt, dass vor 10 Jahren, wäre ich nie zum Grund gekommen, sagen wir es einmal so. Da hätte ich mich schlecht gefühlt, dann lenkst dich ab. Was machst? Rufst irgendwen an, besuchst irgendwen, bequatscht wen, guckst da irgendwas an, im Internet, auf YouTube irgendwas Lustiges, eine Comedy oder sonst irgendwas, weil dich momentan schlecht fühlst, um dich wieder besser zu fühlen. Das war für mich interessant, dass ich das so realisiert habe, weil ich es ja so verdrängen wollte und die Strategie, sagen wir jetzt vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder weiß ich was, war dann so, verdrängen geht nicht, ablenken. Im Grunde habe ich mich ja nie darauf eingelassen, lernt man ja auch nicht. Sagt man ja, nein, negativen Gefühlen rumwühlen, ist ja nichts. Es geht aber darum, das aufzulösen. So. Ich habe es dann irgendwann zugelassen und habe mir echt gedacht, wie fühle ich eigentlich genau? Und das war wirklich so die Zukunft. Und das war auch so ein depressiver Anfall. Meine Depressionen davor, die hatten mit der Vergangenheit zu tun. Und das war jetzt dann keine Depression. Also Depression ist, das ist eine kurze depressive Phase gewesen, sagen wir so. Es war die Zukunft. Das erste Mal, dass es mit der Zukunft zu tun hatte. Und irgendwie kriegst du das auch gefühlsmäßig heraus, sodass du, wenn du dich zentrierst, kannst du dich so immer weiter, je mehr du das machst, umso mehr du das praktizierst, umso besser wirst du so mit dem Zugang zu unterbewussten Sachen. Nicht zum Unbewusstsein, vielleicht irgendwann auch, aber zuerst einmal zu unterbewussten Sachen. Und wo ich das so gefühlt habe, wo das herkommt, Zukunftsangst, da kann man Bilder, ich hatte am Tag davor per Zufall, weil ich immer schon irgendwo Klima von Deutschen, die du irgendwo siehst, in Thailand alle labern von Klimakleber und so weiter. Und ich höre die Stories und ich dachte mir, Alter, das gibt's nicht. Und da war
keine Ahnung, von der Bild irgendwie auf YouTube auf Vorschlag, keine Ahnung was, irgendwen, den sie halt weggetragen haben. Da sah man irgendwie am Ding, dass das so ausgeschnitten war, der Asphalt irgendwie. Und ich gucke mir das an. Und es ist eigentlich ja nichts anderes als Chaos. Du siehst diese komischen Klimakleber, die, und du siehst ja schon, die haben eine ganz komische geistige Einstellung irgendwie. Allein die schauen ja so apathisch irgendwie ganz, also ich glaube, das sind schwer geisteskranke jetzt für mich, wenn ich das so angucke. Und ich bin mir sicher, jeden auf der Welt, wenn du sagst hier, das sind Aktivisten, wenn du sagst hier, guck das Benehmen an, die Apathie im Gesicht, wird jeder sagen, der hat der ist nicht da. So kam mir das halt eigentlich vor. Die Autofahrer zu viel da, die so am Rumschreien und sicher, ich glaube, da haben sie sich sogar irgendwie geschlägert. Also eigentlich nur Chaos. Das will ich sagen. Und jetzt sage ich dir, deswegen werde ich depressiv. Tatsächlich, das war meine Methode, wie ich das so herausgefunden habe. Es hat mich getriggert mit etwas, das heißt Universum, mit einem Experiment, das heißt Universum 25. Und das kenne ich seit ein paar Jahren, so ziemlich am Anfang meiner Depression habe ich das einmal gelesen und mir gedacht, wow, könnte so sein. Habe aber da noch nicht so assoziiert wie heute. Und wo mir das am Samstag so eingekickt ist mit dem Mausexperiment, das hat im Grunde so die negative Stimmung getriggert, weil es für mich eine Möglichkeit ist, ich erzähle dir jetzt an, was das Mausexperiment ist und wie ich das assoziiere, wieso ich auf depressiv überhaupt komme in der Zukunft. Und zwar vor meiner Geburt, ich glaube, wo ich geboren bin, wurde das abgebrochen, also sehr lange her, 60er, 70er Jahre, da hat ein Typ, also ein Soziologe, der Verhalten erforscht hat, wie das soziale Leben sein kann, Professor irgendwo auf der Universität, der hat eben geforscht, Sozialverhalten und versucht von Mäusen, das auf Menschen irgendwie zu übertragen, was passieren könnte. So, kann man sich drüber streiten, Mäuse sind anders, aber die haben auch ein ausgeklügeltes Sozialsystem. Egal. Ich glaube, vielleicht die meisten müssten mich verstehen. Mäuse sind anders, aber was der gemacht hat, und ich glaube, das hieß überhaupt Experiment 25, weil alle 24 davor auch immer gescheitert sind und mit dem Tod aller Beteiligten, aller Mäuse. Und das auch beim Experiment Universum 25. Er hat ein Mäuseparadies geschaffen, hat da so eine kleine Mäusepopulation reingesetzt, eine Maus, normal. Viele Leute, die auch so um die Zeit geboren sind, die kennen vielleicht noch eine andere Umwelt irgendwie, wo man sagt, eine Maus hat schon irgendwie einen Bezug zum Leben. Wenn man heute wahrscheinlich viele Kinder kennen keine Maus mehr, wir kannten das noch aus der Natur. Die lebt in der Natur, hat das Sozialverhalten, der Rabe oben kreist, will die Maus sich schnappen, der Habicht, der Uhu oder die Eule wollen die Mäuse catchen. Die Schlangen wollen die Mäuse fressen, die Maus sitzt vor dem Loch, also die haben Probleme zum Überleben bis zum geht nicht mehr, die Mäuse. Vor Fressfeinden. Da müssen die irgendwie eben unter Lebenseinsatz sehr oft Futter suchen und so weiter und so fort. Die haben ein cooles Leben, aber sehr schwieriges auch. Wie eigentlich Menschen normal auch haben sollten. So, und jetzt hat dem Experiment eigentlich dieses Sozialsystem, also Mäuse, in ein Paradies gebracht. Keine Fressfeinde, es gibt nichts, was dich bedroht. Keine Katze, keine Rabe, keine Uhu, keine Schlange, nichts. Fressen in Überfluss, null Lebensbedrohung zum Fressen, auch nicht irgendwie was tun fürs Fressen, muss man nicht suchen gehen, irgendwo hinrennen, der Bau ist weg. Nee, alles direkt gleich vor der Tür, Schlaraffenland, Fingerschnippen, die gebratenen Tauben fliegen dir in den Mund. Mäuseparadies. Und das hat nicht viele Generationen, ich glaube so 5.700 Tage oder so, was wäre das, 5 Jahre, keine Ahnung. Und dann war die letzte Maus tot. Das System konnte sich nicht reproduzieren, konnte sich nicht erhalten, jedes einzelne Versuchstier gestorben. Aber nicht nur wegen dem Paradies, sondern, ich glaube das jetzt so mit dem Tod irgendwie, weil ich das assoziiere mit unserer Menschheit. Und zwar, am Anfang war alles cool, die haben sich super vermehrt, Paradies.
Und nach ein paar Generationen fing ein totaler, das irgendwie in vier Stufen unterteilt, fing der totale Irrsinn an, totale also wirklich Geisteskrankheit unter den Mäusen. Und die dritte Stufe der Geisteskrankheit hat er beschrieben, was mir auch sehr triggert, im Grunde somit, triggert, aber mich aufmerksam gemacht hat auf die Situation in der Welt, vor allem in Deutschland. Die Beschreibung der unwiederbringlichen Einleitung der Todesbahn der kompletten Spezies sozusagen, wenn die in dem Universum leben, wie der Mensch, wir leben nur in dieser Welt, war, wo die Mäuse geisteskrank wurden, homosexuell wurden, wo auf einmal viele die Homosexualität steht. Mäuse sind nämlich wie wir Menschen nicht homosexuell. Wenn du nach Deutschland guckst, glaubst du, wenn du kein Schwuletten bist, dann bist du ja schon unnormal. Die Mäuse haben komplett das gemacht, was, wenn ich in Medien gucke, sehe, was passiert jetzt in den letzten 5 Jahren eigentlich extrem. Das ganze LGBT und diese extremen Geisteskrankheiten, extreme Aggressivitäten, genau wie bei den Mäusen. Die einen schwul, die anderen voll aggressiv, sich zerfleischt und dann haben sich als nächstes die Narzissten entwickelt. Mäuse, die komplett wie heute Instagram-Models nur noch alleine mit sich selbst, zum Teil den Sex nicht mehr zugelassen, sich nicht mehr reproduziert oder sich abgesext, aber Nachkommen scheißegal, sich nicht drum gekümmert und die einfach verrecken lassen. Das ist eigentlich das, was du siehst heute sozusagen, die Kinder ist irgendwie für jeden eine Bürde in der speziell überbevölkerten europäischen oder überall, wo das so ist, wird das, glaube ich, als Bürde empfunden. Es wird zwar nicht wie bei den Mäusen gemacht, weil es verboten ist, dass man die einfach weglegt, ansonsten würde das wahrscheinlich auch irgendwie so passieren. Und das, ich habe das nicht alles so bewusst wahrgenommen, wo ich mir das Video, es hat mich das getriggert mit dem Mausexperiment, dann denkst du nach, ja eh vielleicht bewusst. Und das war eigentlich am nächsten Tag, was mich, dieses hat sich in mein Unterbewusstsein, ist das reingegangen und das hat für mich so die Weltuntergangsstimmung gemacht. Weil eigentlich in dem Experiment ist klar, weil in dieser Stufe haben die also die Schwuletten und die ganzen Narzissten, nicht die ganzen, eben zum Teil, da waren ja keine Ahnung wie viele Ratten oder Mäuse, haben die ja zum Teil Mann herausgenommen, versucht in eine natürliche Umgebung wieder zu bringen, ob das reversibel ist, also ob man das, ob die wieder heilbar sind. Nee, die sind auch in der besten natürlichen Umgebung wieder verreckt. Nicht wieder, die sind nur einmal verreckt. Trotzdem verreckt, weil die das nicht, sich nicht wieder regenerieren konnten. Und irgendwie ist das für mich in meinem Weltbild sehr stark möglich. Ich will es nicht behaupten, wie jetzt an alle, die wissen, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass das eines der ehesten Szenarien ist, die passieren kann. Es kann auch alles ganz anders passieren, aber in meinem echten Wissen, letzte Generation, ich denke mal auch Nomen est Omen, die nennen sich schon auch so richtig, alles Schwuletten, falsche, im falschen Kosmos geboren, auf der falschen Erde, im falschen Körper. Die Leute leiden unter Problemen, so wie diese Ratten. So, manche, oder Mäuse, waren nicht Ratten, apathisch total. Also manche waren so narzisstisch, wollten nicht mehr vögeln, egal ob Männer oder Frauen. Manche waren dann total apathisch, wie eben depressiv, sind dann nur noch rumgehangen, nichts mehr gefressen und so verreckt. Also es gab alles, die sind alle im Grunde an Geisteskrankheiten gestorben, die Mäuse. Ja logisch, könnte man anders sagen, aber das ist der Grund, weil Futter, Vermehrungsmöglichkeit und so war das nicht, war ja alles in Hülle und Fülle vorhanden. Nur Probleme waren wahrscheinlich keine vorhanden. Und das auch, was ich mir so gedacht habe, es lebt ja jeder so in Deutschland im Paradies, aller von den Klimaklebern, da hat er noch nie jetzt im übertragenen Sinn, wenn der Maus wäre, irgendein Problem mit einer Katze, einem Raben, der Schlange oder überhaupt mit Futtersuche. Kreditkarte vom Papi,
überall eine Plastikkarte hinlegen und fressen. Wie im Mäuseparadies. Der hat keinen Plan, wo das Essen jetzt herkommt im Grunde. Ich glaube, das ist eine Idee von mir, dass das wirklich so ist. Und da habe ich gemerkt, komischerweise, ich hätte das nicht gedacht, dass mich das deprimiert. Ich habe dann weiter reingefühlt, wie komme ich dazu, mein Unterbewusstsein überhaupt dazu, dass das Leben dann keinen Sinn macht. Das Krasseste war, original, ich habe wirklich wie aus die Stimme Man Search for Meaning, der Viktor Frankl, kennst du das so von YouTube-Videos, die Stimme, höre ich, der sagt in mir wirklich, ich habe wirklich seine Stimme gehört, wenn das Leiden keinen Sinn hätte, wie traurig wäre das denn? Nein, nicht wäre das denn. Was, wie war das? Wie traurig, genau so, wenn das Leiden keinen Sinn hätte, wie traurig wäre es denn, nicht das denn, es denn. Klingt jetzt grammatikalisch für mich komisch, aber so war das halt. Und das war halt so. Das hat so etwas bewegt in mir. So, weil der hat ja ich kenne ja den vom Buch auch logischerweise, und der hat ja auch im Leiden den Sinn gesucht. Aber ich dachte mir so, wenn jetzt dann aber, für mich habe ich halt, wo ich so reingefühlt habe, mir gedacht, wenn das jetzt echt zu Ende geht so, das ist ja nur noch Leid. Wenn ich da rumgucke, ich weiß echt nicht, wie das Leben real ist in Deutschland, hier in Thailand ist halt okay, aber jeder, der in Thailand ist, sagt auch hier, sei froh, dass du in Thailand bist, in Deutschland würde es verzweifeln. Ich weiß nicht, ob es wirklich so grauenvoll ist in Deutschland, wie es man auf YouTube oder von den Medien sonst so, das hauptsächlich Social Media, präsentiert bekommt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vom Gefühl her dachte ich mir, fühle ich, dass da nur Leid ist. Also kann nicht objektiv sagen, ich nehme es aber an. Und die Aussicht ist ja, dass wir uns so umbringen, dass da ja noch viel mehr Leid ist. Also wenn die Mäusepopulation, zum Schluss haben sich die ja nur noch entweder apathisch gelitten oder zerfetzt. Da war ja nur noch Leid, da ist ja kein einziges Tier mehr normal irgendwie, kann ja auch keinen normalen Ablauf nachgehen, weil ist ja nur Paradies. Aber kein Tier hat da irgendwie gefressen und hat sich wohlgefühlt. Gab es oder hätte gespielt, was Mäuse auch sehr machen, am Spieltrieb, Spielereien gab es überhaupt nicht mehr und all die Sachen. Sieht man ja bei uns, alles was witzig so auf Spiel ist, ist ja, bei jungen Generationen hier sieht man es mit Bordspielen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Spiel ist. Oder ob es darum geht, einen anderen zu besiegen und der Ego zu befriedigen. Und das war für mich so, dass ich zuerst logisch selbst gesagt habe, ja, stimmt eigentlich, wenn ich jetzt noch die nächsten 50 Jahre, die ich lebe, eigentlich das Leid nur noch am Steigern ist. Für was mache ich eigentlich noch irgendwie etwas, wenn jetzt eigentlich in Zukunft nur noch immer mehr Leid im Leben ist? Generell für alle Welt, nicht nur für mich. So denkt man, naja, kannst ja auch im Leid glücklich sein für mich, vielleicht leiden nur andere. All das war mir wurscht eigentlich, so in der Art. So, es war so, nicht weil ich leide, so was macht denn das für einen Sinn, wenn es uns danach gar nicht mehr gibt? So das unser Ego des Menschen. Und es ist wirklich etwas, was ich annehme, das eventuell sein kann, aus der Verfolgung heraus. Nicht aus diesen, ja, hä, es ist das Ende, sondern vielleicht bin ich zu dumm, mir das weiterzurechnen. Wir werden vielleicht andere Lösungen finden, vielleicht sind wir aber eben tot, weil es gibt viele, der Paul Watzlawick hat auch so beschrieben, wenn das System dann keine Lösung, jedes System geht so weit, bis es irgendwie keine Lösung mehr hat für das System und dann stirbt das System. Mit System hat er eben Spezien gemeint, wie eben der Mensch eine Spezie ist. Wir haben es halt lange gemacht, aber ist vielleicht für uns der Zyklus auch einmal aus. Und dann bin ich eigentlich nichts anderes als in diese Angst reingegangen. Und mir dachte, okay, Leid. Deswegen habe ich auch gesagt, so 2 Stunden therapiert. Das ist ja nicht so reingehen, so 10 Minuten, sondern wirklich
das Durchleben, da passiert viel. Wie geht's weiter? Da ist das so ein Spektrum, gut, schlecht. Leid, Ende, könnte passieren, ich bin tot. Und dann ging es ja weiter. Ich bin tot, noch nicht der letzte Mensch, nicht der letzte Mohikaner, der gestorben ist, aber 50 Jahre später danach gibt es gar keinen mehr so in der Art. Menschen sind weg. Da habe ich mir das so echt vorgestellt, wie es aussieht, so New York, alles. Autos stehen noch rum, alle Hochhäuser, alles steht ja noch nach 50 Jahren. Bisschen verwittert, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich noch okay, wenn der letzte Mensch ausgestorben ist. Die komplette Welt wie im Playmobil-Land aufgebaut, aber nur die Schauspieler fehlen. So in der Art. Du siehst, ich lache jetzt schon, weil dadurch habe ich ja dieses alles überwunden. Das war zuerst bizarr, da habe ich noch nicht gelacht. Wenn du dich da reinfühlst, kommt dir das einmal komisch vor. Und dann bin ich irgendwie relativ schnell so eine Million oder vielleicht 2 Millionen Jahre vorwärts gegangen. In 2 Millionen Jahren ist nichts mehr da, weder von Berlin, der Flughafen von Berlin, egal wie lange die den gebaut haben, auch nichts von New York, kein Hochhaus, nichts steht mehr. In 2 Millionen Jahren, Junge, durch die Natur, da hat sich jedes Atom auf der Welt schon wieder umgedreht. Da ist nichts, da steht kein Auto mehr rum, kein verrostetes. In 2 Millionen Jahren hat sich die Natur, das, was wir jetzt rausgeholt haben an Wolkenkratzern und Autos und Stromleitungen und Atomkraftwerken, wieder zurückgeholt. Und dann, ich habe halt so komische Sachen gesehen, keine Ahnung, das ist ja einfach Fantasie wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmen. Da läuft das Leben ganz anders ab. Es gibt noch immer Natur, es gibt immer noch Leben, aber in anderer Form, vielleicht ist anderes Klima, alles schaut anders aus, für uns unerkennbar. Wir wissen gar nichts, was damit anfangen, weil für uns eine Silhouette von einem Stadtbild wie New York, das sagt uns was. Aber Unbekanntes sagt uns irgendwie nichts. Und dann habe ich mir, das klingt auch egoistisch, die Frage gestellt, Helmut, möchtest du nicht in der letzten Generation gelebt? Ist das das Geilste, was es gibt? Irgendwie habe ich mich relativ schnell so als Teil des Universums oder der Welt gefühlt. Du siehst so irgendwie etwas so in 2 Millionen Jahren, das ist alles komplett anders. Da gibt es nichts mehr, vielleicht keine Bäume oder irgendwie, die sind blau oder irgendwas ist blau und andere Farben, die man heute gar nicht empfinden oder versteht, was auch immer. Ich dachte mir, wie geil, das ist das Universum, das ist das, was ist. Das war vor mir, das nach mir, ich bin bedeutungslos, geil, dass ich hier lebe. Du hast ja im Universum ist ja das null Bedeutung, dass wir aussterben, im Grunde. Das ist eigentlich egal. Und damit ging es mir, also nach 2 Stunden, nicht nur in, ja, es geht das Leben ertragbar. Ich war in 2 Stunden fit. Ich habe mich in 2 Stunden wieder aufs Leben gefreut. Ich war dankbar, dass, weil ich echt von der letzten Generation bin, eben Teil davon bin. Das ist jetzt einmal eine Story, wie ich das geheilt habe. Und da ist noch ganz wichtig, weil es der erste Tag ist, das viel extremere Ereignis war. Aha. Da kommen die mit dem Golf, mit dem Tuk-Tuk vorbei. Sawadikap. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Gut, dass das eine Thema abgeschlossen ist. Das zweite war eine ultraspirituelle Erfahrung, und zwar etwas, das ich im Leben noch nie erlebt habe. Und zwar, sollte ich am Anfang erwähnen, das ist echt für spirituelle Leute. Ich habe eigentlich direkt vergessen zu sagen, zur Diät, was wichtig ist, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt in dem Video, dass ich Wim Hof Breathing mache. Und ich sage jetzt wirklich Wim Hof Breathing, ich mache viele andere Atemübungen, aber das ist auch Teil des Programms für 20 Tage, wo ich sage 100% jeden Tag eine Atemübung. Manchmal gab es vorher, dass ich einen Tag mal verschlammt habe, aber jetzt hier wirklich jeden Tag. Und die Atemübungen sind nicht nur Atemübungen, sondern immer auch ein Tor zur Spiritualität, ein Tor zur Meditation, weil du kannst nicht nicht meditieren. Ich schwör's dir, wenn du die Atemübungen machst vom Wim Hof mit seinen 62 Millionenfach geklickten Video,
egal was ist, du bist vielleicht davor gestresst und hörst auf, weil du gestresst bist. Wenn du das durchziehst, du bist danach, es ist unmöglich gestresst zu sein. Es ist ja unmöglich gestresst zu sein. Du bist automatisch in einem meditativen Zustand. Der ist einmal nur stressfrei. Der ist ja normal nicht gleich irgendwie das eine ultra externe universelle Erfahrung hast. Und ich kombiniere halt manchmal vom Wim Hof die Atemtechniken. Und Wim Hof Breathing so ein bisschen abgeändert. Ich habe in der letzten Zeit auch mich eben immer mit Atemtechniken, Yoga hat ja sehr viele Atemtechniken, hier die Nase zu, da, alle möglichen Sachen. Und ich bin auf eine Atemtechnik gekommen, was auch mit dem Wim Hof, so weil er Iceman genannt wird, zu tun hat mit dem Tummo Breathing oder vom Tummo Yoga, das Breathing, das, die Atemtechnik vom Tummo Yoga. Weil die auch, glaube ich, von einer Universität manche Mönche untersucht worden sind, dass die bewusst durch ihre Atemtechnik dann im Drüben sitzen, ich glaube bis zu 1,3 oder 1,4 Grad, ganz bewusst einfach nur im Sitzen ihre Körpertemperatur erhöhen können. Und das sogar irgendwie bei minus 20 Grad. So, wo die überall bei jedem down geht. Aber über Tummo Breathing gibt es nicht so viel und sehr unterschiedliche, muss ich sagen. Wo du sagst, glaubst dem, dass das jetzt echt Tummo ist oder nicht. Hab da einige gemacht, auch sehr viel mit Meditation ist da dabei. Und da ist sehr oft so etwas, was sehr oft vorkommt, ist, dass du so übers Einatmen dir vorstellst, die Kanäle gehen seitlich neben der Wirbelsäule runter und zum Ausatmen eine Säule geht so vor der Wirbelsäule hoch, wo du ausatmest, eventuell auch über den Kopf oder durch die Nase. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen. Und dann gibt es viele, die mit so einem, dass du ein Feuer hast, ein rotes oder oranges oder auch eine Pyramide einen, da gibt es auch, dass du eine Pyramide fühlst oder dass du überhaupt nicht nur fühlst als leere Flasche oder als leeres Gefäß und so weiter. Genau das meistens mit dem Feuer, in dem dann so entweder das Feuer ist oder eine Kugel ist oder sonst irgendetwas. Und ich hatte einen orangen Ball. Das geht ja immer so, du stellst etwas vor und du merkst, du tust dir schwer, etwas vorzustellen. Es gibt aber etwas, das einfach direkt in deinen Bilder, die in deinen Kopf kommen. Und so ging es mir mit dieser einer orangen Kugel. Von vielen, auch wenn da einer gelabert hat von Rot, für mich war das so schon dunkelorange, sagen wir es mehr so. Leuchtend orange, keine Ahnung. So, ich hatte auf alle Fälle so eine orange Kugel, die ist für mich leicht feststellbar. Auch das mit den Kanälen fühlt sich manchmal extrem gut an. Und da hatte ich einen Tag vorher ganz eine extreme Erfahrung, auch wo ich das so in Meditation, in Atemmeditation gemacht habe, mit durch die Kanäle rein, durch die raus und durch die Säule raus. Und dann mache ich Wim Hof Atmung. Wo ich am Morgen depressiv war, am Nachmittag, ich dachte mir, ich mache das Video. Da wollte ich noch viele Sachen machen, weiß jetzt gar nicht mehr was. Ich mache das Video, ich atme aber zuerst. Und ich war wirklich gut drauf, wie im Hof-Breathing, dachte, ganz normale Session. Ich gucke mir das auch immer an, vielleicht verlinke ich es unten, das Video noch einmal. Aber Wim Hof Breathing Technik, kommst du immer hin und das ist einfach so geführt, da siehst du auch immer einatmen, ausatmen, hast einen Rhythmus, denke ich mal, super, mache ich. Und ich habe das auch mitgemacht, das erste ganz normal, du atmest 30 Mal ein, aus, dann atmest du komplett aus, anderthalb Minuten Luft anhalten, also ohne Luft, dann einatmen und so. Und ich habe da bei der zweiten Session nach die 30 Mal einatmen, ausgeatmet und irgendwie kam mir so dieser orange Ball von der Tummo Breathing Session so in mir, ne? Den fühlst du so in dir und auch so richtig cool, genau das war schon vorher, weil ich die erste Session mal nur durch die Nase eingeatmet habe, dass ich mir so das auch so krass
gefühlt habe mit über die Kanäle und den einen Kanal raus. Und nach der zweiten Übung, wo ich die Luft, also ohne Luft eigentlich anhalte, fühle ich den Ball so. Und beim Tummo Breathing gibt es auch so ein bisschen, was du so, wie sagt man, mit dem Anusmuskel, wie sagt man dazu, eigentlich spielst. Da gibt es mehr so den Bauch nach unten drucken, Druck aufbauen und so weiter. Und eines ist eben mit dem Anusmuskel. Und dann habe ich das mit dazu gemacht und so komischerweise irgendwie gemerkt, der Ball bewegt sich und ich hatte so dieses Rohr, was hier hochgeht, vor mir, der Ball bewegt sich in diese Säule zum Ausatmen, so in der Art. Will aber nicht richtig rein, dann habe ich noch so, das eine ist, als wie wenn du das Große zurückhältst, das andere, wie wenn du das Kleine zurückhältst und dann ist mir der Ball so reingeflutscht, dieser orange Ball sozusagen. Und dann habe ich diesen Ball in der Röhre nach oben gedrückt. Also aber auch physisch. Also das Ganze ist imaginär, ich habe aber physisch gearbeitet. Also wirklich so, wie wenn du alles zurückhältst, dann halt so den Bauch zurück, halt hier versucht, irgendwie den über Druck, war halt so meine Imagination, kommt der in den Kopf hoch. Und das war eine wirklich eine extrem spirituelle Erfahrung. Zuerst ging das so rein und dann so, hier kam auf einmal, dass ich so durch, ich glaube, das würde heißen Solar Plexus Chakra, durch ein Chakra durch muss. Und ich war nicht mehr im Kopf. Ich war neben dem orangen Ball sozusagen und meiner Luftsäule irgendwie, meiner Leuchte. Das ist ganz komisch zu sagen. Wirklich so mental. Und dachte mir, das klingt jetzt komisch. Es war eigentlich kein positives Gefühl, ich hatte so durchkämpfen durch das Chakra, wusste nicht, was das soll eigentlich. Es war irgendwie, als ob ich mich durchgezwängt, durchgewürgt hätte irgendwo, auch mit komischen Gedanken, weil es ging dann weiter zum Herzchakra, da heißt ja immer, das sollte grün sein, das war hellblau, ich dachte mir, was geht hier ab eigentlich, auf einmal kommt eine dunkelgrüne Farbe, die bei den Chakren gar nicht vorkommt. Dunkelblau mit dazu, denkt man, aha, passt, Herz ist eigentlich blau, geh, und dann kam das irgendwie. Ich hatte wirklich das Gefühl, mich quetscht mit dem Ball durch diese Röhre irgendwie, durch diese Chakren, durch in meinen Kopf. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, etwas bleibt stehen in meinem Hinterkopf und etwas geht raus. Das war total eine Erfahrung, die ich nicht beschreiben kann. Wirklich. Das war das. Ja, das Krasseste, das ist jetzt übertrieben. Es war, ja, in dem Jahr, man nimmt immer so vom Ego das Krasseste, weil es eigentlich im Inneren extrem bewegt. Und ich hatte echt ein intensives Gefühl, wo du eigentlich so gar nichts mehr mitkriegst zu der Zeit und habe das noch ein zweites Mal nachgemacht. Aber vielmehr imaginär. Es war dann noch immer so ein bisschen schwierig durch die Chakren durch, so in der Art, aber es ist irgendwie besser geflutscht irgendwie. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, die Farben passen sich irgendwie an. Ja, so.
könnte man sagen. Hier ist hellgrün auf alle Fälle, falls ich das mal vergesse. Ja, und dann, du merkst direkt, wenn man darüber redet, ich komme auch in den Zustand, wenn ich in den komme, ist vorbei, ist alles aus, Batterie aus, weil geht nichts. Danach, wo ich das gemacht habe, gab es ja noch eine dritte Session und ich habe die versucht, wirklich mitzumachen. Und da habe ich schon gemerkt, es ist irgendwie etwas anders. Weil die 1,5 Minuten, wo du die Luft anhältst, die war für mich so erkenntnisreich, anders, komplett eine andere Wahrnehmung, so ein bisschen Wahrnehmung wie außerhalb von dir selber. Dann fängst du wieder normal zu atmen an, das ist ja aus dann. Also ich habe wirklich das geguckt, dieses Video angeguckt, auch daneben bei. Und war dann so, dass ich im Bett lag und dachte, okay, ist alles ruhig, guckst du das am Computer an und denkst, ist einfach so geil, bleib mal liegen. Und ich bin liegen geblieben, dachte man, ich wollte ja da das Video machen, das ich am zweiten Tag gemacht habe, Fitnessstudio noch gehen und so weiter, bin liegen geblieben. Immer wieder gab es so Momente, da kam ich zu mir, wo ich dachte, ich sollte, und dann war wieder weg. Und ich war nicht K.O., ich habe einfach wirklich 2 Stunden im Grunde und echt 2 Stunden nichts gedacht. Das war echt so, liegen, auf, irgendwann, oder es kommt so der Gedanke, hey, du solltest was tun, so auf, so, du merkst, Gedanken kommen in deinen Kopf, irgendwie Entscheidung, ohne Gedanken fühlt sich's besser an, gehen wir mal wieder dahin. Und es war wirklich so krass, ich bin dann irgendwie so, wenn ich den Kopf zurückgelegt habe und dann überhaupt manchmal habe ich den einfach so gedreht nur, ich hatte das Gefühl, da passiert irgendwie, du fühlst, da passiert was, da nehmen dich Kräfte an, ganz im Ernst. Ich bin, 13.41 Uhr war, wo ich mit der Wim Hof Breathing Meditation angefangen habe. Die dauert 11, 12 Minuten. Und um 16.01 Uhr war das Erste, wo ich mich dann erinnern kann, dass ich auf die Uhr geguckt habe, also direkt aus dem Bett auf eigentlich geguckt, wie spät ist es, 16.01 Uhr. Also über 2 Stunden bin ich nur im Bett gelegen, ohne dass ich dir sagen kann, was ich gedacht habe in der Zeit. Ich habe nicht geschlafen, das habe ich ja mitgekriegt. Ich hatte manchmal das Gefühl, es denkt in mir, aber nicht wirklich mit Denken in logischen, sondern in emotionalen Bilder, Farben, so irgendwie. Und das war's. Und trotzdem, wenn die Logik reinkommt, kommt auch Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe vor der Spiritualität echt immer noch Angst, merke ich. Wie man gottesfürchtig ist wahrscheinlich. Angst vor Gott, vielleicht ist das, was die erzählen, wenn ihnen Gott erschienen ist, sind die in Ohnmacht gefallen. Das könnte echt sein. Vielleicht war das ja gotteshaft, weil du hast Angst, obwohl alles bestens ist. Es ist so geil eigentlich im Grunde. Und irgendwie, wenn das so mit dem Bewusstsein wieder reinkickt, so, das geht ja, weißt du, zu dem Modell, was du hast von der Welt, das geht ja nicht ewig so weiter. Kannst du jetzt nicht 400 Jahre so liegen im Bett. Musst ja irgendwann wieder mal aufstehen, irgendwie. Weil du in so einem Gefühl bist, dass du denkst, es könnte ewig weitergehen. Und ich habe dann bis 5 Uhr gebraucht, um mich so zu bringen. Ich habe mich gezwungen sozusagen danach, weil ich dachte, ich habe Angst davor. Ich habe Angst vor dem Zustand. Ich muss da raus.
Bis 5 Uhr habe ich gebraucht, bis ich so in Zustand war, dass ich wieder denken konnte. Dann habe ich eine Stunde gedacht und bin draufgekommen, es ist besser zum Denken aufhören. Bin um 6 Uhr wieder zum Bett gegangen, bin dann um 4 Uhr morgens zu mir gekommen, dann am zweiten Tag der Diät. Also ein extrem krasser Tag. Wobei ich, wie am Anfang gesagt, ich sage jetzt ja nicht, dass die Ursache der Lebensmittelentzug ist, das glaube ich nicht. Ich glaube generell, weil ich für mich annehme, in meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrheit der Welt, weiß ich, dass Fasten eine emotionale Reaktion hervorruft. Und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst, wieder meine Schattenseiten zu sehen. Das ist auch so. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und erfolglosen Menschen ist ja nicht ein einziges Ding, dass der etwas einmal gemacht hat. Das ist das, was der jeden Tag permanent tut. Das ist der Unterschied. Nicht dieses eine, weil der einen Ferrari hat. Das ist das, was der jeden Tag tut. Und genauso ist es auch mit den Ängsten. Jeder erfolgreiche Mensch hat wahrscheinlich, nicht jeder Mensch, wenn man älter wird, merkt man, und wenn man viel gelebt hat, merkt man, du hast immer die gleichen, die Angst hört nie auf. Die wird nur leichter zu bewältigen, aber du hast immer so die Angst. Und so wie bei mir, oder es ist unangenehm, sagen wir mal so, die Schattenseiten im ersten Moment ist die unangenehm und dein Unterbewusstsein und dein Ego möchten dich ja vor Schmerz beschützen und so etwas von dir fernhalten. Deswegen geht es uns, weil unser Unterbewusstsein unlogisch ist, hat keine Logik zum Denken. Das denkt absolut unlogisch, weiß und kann sich eben logisch nicht ausrechnen, dass der Schmerz gut wäre, eigentlich, dass es uns später gut geht, wenn wir so eine Schattenseite in uns erkennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt bin ich im dritten Tag des Fastens, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, wie lange es dauert, wenn ich irgendwie körperlich was kriege, höre ich logisch auf damit, dass ich nicht aus dem Fasten kommen kann. Eigentlich habe ich eh schon ein Erlebnis, das ist ja Ärger, was ich mir, sowas hätte ich mir gar nicht vorgestellt, aber trotzdem, dass da auch viel noch, was ja jetzt ist, ich hatte Erlebnis, es fehlt aber noch, wie gesagt, ich hatte Angst davor, die bewusste Connection zu so etwas. Ganz im Ernst, ich hatte, so etwas kannte ich nicht. Noch nie, dass ich so lange einfach nur genossen habe. Es gab kurze Momente in meinem Leben, so, aber nicht über einen Zeitraum von 2 Stunden mit gerade mal so Spikes von Aufwachen sozusagen. Ah, wir wissen hier, soll man irgendwie was machen. Das war mein Bericht vom ersten Tag des Fastens. Ansonsten, ich glaube, hungrig geworden bin ich nicht am ersten Tag, erst am zweiten nach dem Trainieren. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir einen spirituellen Kick gibt oder dir vielleicht geholfen hat, nachzudenken, reinfühlen in den Körper, wenn man sich nicht schlecht fühlt, jetzt nicht gleich bei Depressionen, aber wenn man sich so deprimiert, niedergedrückt fühlt und dem nachzugehen, was da Möglichkeit ist. Es ist ein Buffet, jeden das seine. Servus. Alles Gute, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Jetzt bin ich zum Beispiel auch in einem sehr meditativen Zustand.